Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem Video. Wir sind heute im Potspark und ich nehme euch einfach den Tag ein bisschen mit. Ich habe schon die Schlange gesehen. Oh mein Gott, ich hoffe, wir kommen schnell durch. Und ich würde sagen, let's go! Stopp Leute, bevor es jetzt weitergeht mit dem Video, zeige ich euch noch einen kleinen Einschnitt. Und zwar habe ich ja auf TikTok mein Profilbild gewechselt und richtig viele haben mich darauf angeschrieben, wie das Ganze denn geht. Denn ich habe nämlich jetzt ein durchsichtiges Profilbild und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Deshalb zeige ich euch jetzt mal den kleinen Trick sozusagen, wie ihr das Ganze machen könnt. Und ja, let's go! Wir sind hier auf TikTok, man sieht da mein Profil, kein Profilbild scheinbar. Aber wenn man dann eines meiner Videos anschaut, sieht man, dass mein Profilbild dort eigentlich durchsichtig ist. Also wenn man weiter swipet, sieht man, da ist nichts. Und zwar tippt ihr dafür einfach bei Google einfach irgendwie transparent PNG ein oder eben durchsichtig. Geht dann auf Suchen. Suchen. So. Oder müsst ihr halt auf Bilder gehen oder müsst ihr solche durchsichtigen Vorlagen quasi kommen. Und da könnt ihr euch dann eine aussuchen. Und dann geht ihr eben hier auf Herunterladen. Und könnt ihr euch dann einfach speichern und dann eben bei TikTok als Profilbild nehmen. Das hat bei mir aber nicht funktioniert. Da würde ich euch PixArt empfehlen. Da könnt ihr dann einfach ein durchsichtiges Bild euch nehmen quasi. Und dann als Profilbild nehmen. Geht auf das Plus. Dann hier unten auf farbige Hintergründe. Wählt das aus. Seid ihr quasi fertig. Und speichert euch das. Speichern, Bild speichern, habt es in eurer Galerie, dann geht ihr hier eben auf TikTok, auf Profil bearbeiten, dann hier Profil Foto und dann eben aus Galerie auswählen und tippt ihr das Foto an und dann habt ihr das und dann wird das eben als durchsichtig angezeigt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es ist wirklich gar nicht schwer, absolut nicht. Ich wollte euch nur kurz zeigen, weil viele gefragt haben. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und jetzt kommen eben noch ein paar Einspieler vom Potspark. Viel Spaß. So, wir sind jetzt eine Runde mit diesem, was auch immer, gefahren. Als erstes waren wir im Jojo und ja, es ist für Kinder, aber man hat echt Spaß gehabt und es war voll funny. Man hatte auch eine mega gute Aussicht und früher habe ich das so geliebt. Weiter ging es dann mit der Wildwasserbahn. Auch hier musste man wie in jedem Park mega lange anstehen. Aber ich finde, es hat sich voll gelohnt, erstmal hochzufahren. Voll das Werdegefühl, oben zu sein und damit voller Kraft raus und runter. Das hat so Spaß gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weiter dann im Potsblitz. Wir hatten das Glück, ganz vorne zu sitzen. Vorne, das ist immer am geilsten. Und auch das war eine voll lustige Fahrt. Allgemein, der Park ist ja für kleine Kinder. Wir waren halt mit meinem kleinen Bruder da. Und es hat schon Spaß gemacht. Wir hatten im Übrigen so ein Schnupperticket, wo man dann 1,5 Stunden dort bleiben konnte und man musste 9 Euro bezahlen. Und ich finde, für den Preis geht das einfach total klar. Und ich muss sagen, man hat in der Zeit wirklich vieles geschafft. Also für uns hat das vollkommen gereicht. Wir haben einen Überblick vom Park bekommen. Und vielleicht bietet das ja ein Park bei euch in der Nähe auch an, weil das ist einfach ein tolles Angebot, einfach mal reinzuschauen. Und dieses Flugzeug hat mir vom ganzen Tag am meisten Spaß gemacht. Wie funny ist das denn, um alles in der Welt? Als ob es jetzt hier so lame ist. Am Ende waren wir dann noch lecker essen. Es war auf jeden Fall ein wunderschöner Tag. Und das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, hab euch lieb.